Jo, seid mir gegrüßt, meine Freunde. Willkommen zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ja, wir sind noch nicht ganz am Außenposten. Der Außenposten ist, wie ihr seht, da hinten. Wir sind hier ein bisschen an der Seite noch. Hier gibt es auch noch ein kleines Rätsel und da auch noch ein Charakter. Ich bin hier mit dem Speeder mal kurz hergefahren. Ja, hier brauchen wir... Jedi. Um die Schalter alle zu betätigen. Muss ich mich halt da selber hochheben. Gibt ja immer noch ein paar Tricks. Wir kommen da hoch, sehr schön. Der erste. Wo ist denn der vierte eigentlich? Ach da. Eigentlich die Kiste gar nicht runterheben sollen. Naja, egal. Du hier. Der zweite. Du sollst ihn nicht wegdashen, danke. Der dritte. Der vierte. Gut. Absenkplatten am Außenposten. Ja. Absenkplatten. Ja, gut, keine Ahnung, wie das so heißt. Aber. Ja, jetzt müssen wir hier den Charakter, damit wir wieder rauskommen. So, guck mal, die Kumpels hier wollen von uns. Ein kleines Vögelchen hat mir erzählt, dass die Jungs vom Kanji Club einen ziemlich schicken Schatz zwischen ihre langen Finger bekommen haben. Aha. Wäre eine Schande, wenn ihn jemand klauen würde. Genau. Wäre eine Schande. Sie halten das Versteck geheim. Aber ich vermute, sie würden sich einem der ihren öffnen. Oder jemandem, der sich als einer der ihren ausgibt. Wenn du verstehst, was ich meine. Infiltriere die Bande und besorg den Schatz. Okay. Job auf Jakku, Auftrag angenommen. Ja, das ist, by the way, der 77. Part dieses Let's Plays. Weiß nicht, ob wir die 100er Marke knacken werden, möglicherweise. Steigen Sie mal ab. Achso, hier. Du, hörst du zur Bande? Ein Genie streikt den ganzen Schatz in der Wüste zu vergraben. Was? Dort wird ihn niemals jemand finden. Muhaha. Wie genau sollen wir ihn nochmal finden? Der Boss hat erwähnt, dass es eine Markierung gibt, aber meine alte Rübe hat seitdem ein paar Schläge bekommen. Haha. Okay. Es gibt eine Markierung. Ah, da bei dem Moped steht er, okay.
Ich habe die Markierung in der Wüste platziert, wie der Boss es wollte. War nicht leicht, ein X auf den, aus den X-Flügern zu machen. Ja. Und er hat mich nicht mal, mir hat nicht mal gesagt, wozu, aber Befehl ist Befehl. Okay. Okay. Jetzt bin ich geheilt. Aber ich geh mal durch, ja. Okay. Wir müssen halt natürlich nochmal da hinten hinfahren. Aber macht ja nichts. Also haben sie ihn in der Wüste vergraben und mit einem X aus X-Flüglern markiert. Sehr clever. Sehr clever. Also Jungs, gehen wir ihren Schatz ausgraben. Juhu! Juhu! Ich buddle so gerne. Ah, nee, der hat nur eh die Geschwindigkeit, okay. Nee, doch nicht. Aber... Mann! Oh. Ja, der ist da, wo wir gerade die ganzen Steine gesammelt haben. Hier hinten. Hier sind ja auch überall X-Flügler abgestürzt. Das hier scheint der richtige Ort zu sein. Fangt an zu graben, Jungs. Juhu! Haha! Es gibt nichts Schöneres als Tunnel. Wir wollen unsere Beute stehlen. Oh, wir haben... Eine Balgerei am Hals, Jungs. Also, der spricht unsere. Aber ich wollte doch bloß... Ohne. Nee, der ist ja auf unserer Seite. Jungs. Super! Juhu! Nur aus dem Grund bin ich hier. Wuhu! Wir sind reich! Ohne was zum Graben fühle ich mich so leer. Kaboom! Und ein weiterer Stein für uns. Yay! Kanji Clubs Kleinod. Sieh dir das an. Gute Arbeit, Jungs. Ich kann es kaum erwarten, das Gesicht des alten Tassolitsch zu sehen, wenn er davon Wind bekommt. Tassolitsch. Er wird fuchsteufelswild. Natürlich hätten wir das nicht ohne deine Undercover-Arbeit machen können, Kumpel. Nimm dir doch eine dieser Truhen als Lohn, ja? Ich glaube, wir kriegen die sowieso nicht auf. Jetzt noch wieder ein paar Dinger freigeschaltet. Ja, genau, jetzt können wir in Takodana auch noch wieder was machen. Ja, hier haben wir jetzt einen weiteren Schurken. Balatik. Balatik ist ein starker Anführer innerhalb des Clans der Gurvianischen Todesbringer. Wie viele andere hatte er ein weniger gutes Verhältnis zu Han Solo und konfrontierte ihn auf seinem Frachter an der Seite des Kanji-Clubs Gang. Han entkam erst, nachdem er Balatik dafür gesorgt hat, dass die erste Ordnung dem Schmuggler auf den Fersen war.
Ja, genau, Bayern, ne, hier in der Wachen der Macht, diese Geschichte. So. Gucken, ist unser Bike noch hier? Oh ja. So. Niemals Außenposten, meine Freunde. Hier genau hier. Ich hier war auch noch eine Aufgabe. Können wir die eigentlich schon lösen? Ah ja, okay, wir können da drinnen. Diesen Typen dazu bringen. Keine Überlebende. Rationen drin von. Was direkt eine weitere Quest zur Folge hat. Und zwar mit ihm hier, mit. Wie heißt er? Steht hier irgendwo. Wenn ihr gekommen Unkar seid, Blatt, um genau. Rationen zu tauschen. Blatt. Muss ich euch enttäuschen. Irgendein Schwachkopf hat meine Lagertür offen gelassen. Dann ist ein Happerbohr reinspaziert und hat sich mit dem Zeug davon gemacht. Sogar ein Happerbohr hätte zu kämpfen, so viele Rationen zu essen. Wenn wir ihn finden, kann ich zurücknehmen, was noch übrig ist. Ich bezahle euch natürlich für eure Hilfe. Ihr solltet als erstes im Lagerhaus nachsehen. Dieser gierige Happerbohr hat vielleicht eine Spur hinterlassen, der man folgen kann. Informiert mich, sobald ihr sie gefunden habt. Oh, der Happerbohr, genau. Ja, hier seht ihr, welche Spuren er hinterlassen hat. Da müsst ihr irgendwo hier hinter den Zelten irgendwo sein. Ja, hier ist er. Meine Rationen zurück, du schamloser Wilder. Da fehlen welche. Wo hast du den Rest vergraben? Ja, das geht jetzt eine ganze Weile. Wir müssen jetzt hinter dem hinterher trotten hier. Der wird dann noch zwischendurch angegriffen und naja. Ja, der wird jetzt hier von diesen Vögeln angegriffen.
weiter. Wir müssen jetzt ein paar Mal leider machen. Das ist also ein weiteres deiner Verstecke. Ja? Das ist alles? Wo ist der Rest? Genau, wo ist der Rest? Und ab ihr Plan! Was ist diese Scheiße mit diesen dummen Vögeln? Wie süß. Weiter. Ja, hier ist ein gegnerisches Lager. Dadurch, dass wir jetzt rumballern, haben wir die natürlich. Hier fehlen noch ein paar Rationen. Wehe, du hast den Rest gefressen. Gebt ihr Plan denn nie auf? Offensichtlich nicht. Auf fünf Stück, ey. Sechs. Beeilt euch und sammelt die restlichen Rationen ein. Ich glaube. Das ist vermutlich alles, was wir uns von ihm erhoffen können. Es sei denn. Muss ich entweder als größtenteils verdaut oder zu sabberig für den Wiederverkauf abschreiben. Aber alles in allem wird es keine totale Katastrophe. Ich vermute, ein Dankeschön ist angebracht. Ich denke, ein Viertel leicht sabberige Portion reicht als Bezahlung. Geiziger Hund, ja. Bunker Platt, keine Ahnung, wie der ausspricht. Ja, der ist hier so ein. Uncap Platt. Der boshafte Korlute Uncap Platt war Schrotthändler auf dem Planeten Jakku, aber er ist nicht als Schrotthändler gelistet. Na gut, Händler, nicht Sammler, na gut. Er war dafür bekannt, nicht das geringste Mitleid mit Schrottsammlern zu haben und gnadenlos mit ihnen um Rationen zu feilschen. Falls es jemand wagte, Anker in Frage zu stellen, wurde demjenigen kurzerhand in einer unangenehmen Besuch von seinen Handlangen abgestattet. Genau, ja, der ist hier unter Sonstige, also nicht unter... Schrottsammler. So. Da können wir das mit dem Jedi bedienen. Wartet mal. Wir können. Ja, wir können auch sonst dann Druiden reinheben oder mit den Dingern, glaube ich, auch da oben raufklettern, oder? Nee.
Haben wir mit dem Wookie schon geredet? Sieht nicht so aus. So, hier oben ist der Wookie mal wieder. Hallo nochmals Mitreisender. Was so aussieht, riecht und klingt wie ein Schrottplatz ist, das ist auch ein Schrottplatz. Aber immerhin, der Schrott ziemlich cool. Hast du zum Beispiel all die abgefahrenen imperialen Wrackteile in der Wüste gesehen? Ja, die sind ja kaum zu übersehen. So, Freunde. Für 20 Minuten, ey. So, dann haben wir hier noch. Die Vasen hatten wir ja alle zerstört. Da waren wir drinnen gewesen. So, jetzt haben wir hier noch diesen Posten hier. Wir müssen da hoch auf das Dach. Ja, hier ist auch ein X-Wing. Ein halber X-Wing, na gut. Ha, wir brauchen nicht mal die Kisten stapeln, dann kommen wir so hoch. So. Oh, nee, dann. Nee, ja. Wandet. Ah, hier. Wir müssen hier mit dem. Mann, lass mich in Ruhe. Man fasst Frauen nicht an. Kann böse enden. So, haben wir den Alarm abgeschaltet. So, jetzt können wir den Druiden hier oben benutzen. Und das da öffnen, genau. So. Gut. So, Freunde. Lass uns mal die Karte konsultieren. Okay, da ist noch ein. Hier ist noch ein Stein. Dann holen wir erstmal den Stein. Hier ist noch eine Info. Wollt ihr dem Kanji Club beitreten? Nein. Also Leech ist bei Mars auf Takodana und sucht nach neuen Rekruten. Wer weiß? Vielleicht ist das ja genau euer Ding. Vielleicht. Ach ja, hier ist genau das auch nochmal. Aber hier muss auch irgendein Stein sein. Wo ist denn der? Der da oben? Nee.
Hier, ach, hier ist er, ja. Ja, hier der ist. Da brauchen wir wieder mal, den der schießen kann. So, der ist ganz einfach. Na. Also, habe ich schon getroffen. Da unten im Wasser ist so ein Ding drinne. Sieht man jetzt schlecht, aber unten im Wasser ist das Ziel halt drinne und das öffnet den dann halt. So, wir werden jetzt noch die. Der lag ja hier schon, wo war das? Ich habe da eben gesehen. War da irgendwo. Das Ding hier. Hier, da ist es. Das Ding da noch schnell hinbringen und dann machen wir noch die Mission. Da ist ja noch ein Charakter, wie ihr gesehen habt. Die machen wir dann noch schnell. Und ja, dann sollte doch für den Part gewesen sein. Oder mal gucken. Ja, da können wir auch noch schnell nach Takodana. Ich glaube, die Mission, ich weiß gar nicht, war die langwierig? Ich weiß es gar nicht, was er machen musste für die Mission. Ich glaube, man ist gar nicht so viel langsamer mit, also zu Fuß, als mit einem Fahrzeug. Also. So, da hinten ist er. Weil hier drin ist, wie ihr seht, so eine Art. Und die wäre halt ohne die Energie nicht aufgegangen. Eine kleine Kammer. Ich bekomme, was mir zusteht. Gut. So, dann lasst uns mal gucken. Oh, wir haben alle Steine. Die Karte, einen Charakter fehlen. Oh, den haben wir den ja sogar abgeschlossen, weil die den Auftrag fertig haben. Geil. Sehr schön. Aber wir haben ja noch da noch so eine Datenkarte. Da können wir ja noch mal was. Genau, wir können hier, machen wir nur den hier. Wenn wir den aktivieren, der läuft jetzt mal so ein goldener Gronk-Druide. Wir können den auch als. Den können wir halt statt die normalen Gronk-Druiden halt irgendwo dann einsetzen und da brauchen wir halt nicht. Oh Gott. Brauchen wir halt nicht mal die Gronk-Druiden suchen, wenn wir das wollen. So, ich nehme mal das schnell, das Bike. So, mal gucken, was der. Ah, das ist der mit den. Ist so ein Tierfänger. Bobby Joes Viecher zu sehen? Eine ganz schöne Sammlung hat Bobby Joe. Aber es fehlt eins, das er seit Jahren im Auge hat. Aber zu langsam ist, um es zu fangen. Wusler. Der Wusler. Bobby Joe zahlt hübsche Summe, wenn du ihm einen Wusler fangen kannst. Okay. Du darfst sogar eins seiner Viecher streicheln. Ja, nicht nötig, danke. Was meinst du? Klar, machen wir. Du findest den wuselnden Wusler in der Wüste von Tatooine. Die kleinen yep, Burschen das heißt, sind aber flink. Cutten wir wieder kurz. Am besten gleich deine Laufschuhe. Wuselflüster angenommen, Auftrag angenommen. Also mein Freund, bis gleich in der Wüste. Oh, von Jakku. Jo, meine Freunde, und weiter geht's. Wir sind in der Wüste von Tatooine angekommen. Und irgendwo hier muss er sein. Natürlich genau da, wo das Loch von der Dingsform ist. Oder auch da.
Da ist er. Ey. Wie ihr seht, hat er 3 Energieleisten. Also der ist wirklich nicht einfach zu fangen. Hallo? Wo dann hin? Da. Der erste ist weg. Wo ist er schon wieder hin? Das liegt im Kreis oder was ist das? Okay, noch eine. Er läuft immer hier zurück oder was? Komm schon. Noch eine. Der Chef backt ja mal irgendwie ein bisschen rum oder was? Weil er nicht die umdreht oder so, keine Ahnung. Hä, warum nimmt er denn keinen Schaden mehr? Was ist denn das? So, jetzt hat er wieder ein bisschen Schaden hier. Na endlich, meine Fresse. Wir haben ihn gefangen. Yay, 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 yay. Zurückkehren. Und da sind wir wieder. Bei unserem, wie heißt der? Boanjo. Ah, ein Wusler gefangen. Und ein stattliches Exemplar noch dazu. Jetzt ist Boanjos Tiersammlung komplett. Mehr kann man sich nicht vom Leben wünschen. Vielen Dank, Fremdling. Ja, keine Ursache. Wie versprochen, kannst du die Viecher von Bobby Joe streicheln. Wann immer du willst. Bobby Joe muss natürlich mitkommen. Stört dich doch nicht, oder? Der Wuselerflüsterer. Wir müssen ihn noch für 100.000 Dinger kaufen. Ja. Babajo ist ein Reisender aus Nukosian, der auf Jakku lebt. Babajo ist sofort an den vielen Gräfigen mit Kreaturen auf seinem Rücken zu erkennen. Er streift zwischen den Dörfern umher, erzählt große Geschichten und unterhält Kinder mit dieser Tiersammlung. Geil.
Ja, okay, damit haben wir Jakku erstmal, also die Wüste hier, die Nima-Ausmaß erstmal abgeschlossen. Ich würde mal sagen, dann gehen wir nochmal nach Takodana und machen noch den Dings. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal, ja, wir könnten nach Achton natürlich auch schon gehen, aber... Das wollen wir natürlich noch nicht mal. Das machen wir erst, wenn wir die neue Episode anfangen. Und sonst... Weiß ich gar nicht, ob wir schon wieder irgendwo noch was freigeschaltet haben, wenn wir was machen könnten. Camino... Da ist immer noch was im Weltraum. Aber ob wir das schon machen können, weiß ich nicht. Ja, wir werden nach Takodana gehen und ich denke mal, dann machen wir weiter. Wie gesagt, es gab ja irgendwo, ich weiß gar nicht, wo war ich, glaube hier oder so, ne? War ja diese Sternenbasis-Dings hier, diese Planetenkanone, die wurde ja zerstört. Und hier ist tatsächlich ein Planet. Den wir, auf dem es nur eine, glaube ich, das müsste glaube ich der hier sein, ich weiß nicht genau, der oder der. Nur eine Level gibt, aber keine erkundbare Welt. Dann haben wir Kashyyyk eigentlich schon. Ja, Kashyyyk, Weltraum haben wir auf jeden Fall. Und hier. Okay, hier ist noch irgendwas. Geht das doch noch nicht? Kommen wir da. Ja, wir kommen gleich später auch nochmal hin. Ja, also, wir sehen uns gleich auf Takodana. Jo, und seht mal, wir haben hier im Weltraum schon noch eine Mission für einen Charakter, einen Rebellenpilot. Nein, ich kann das nicht tun. Das ist zu viel. Man kann nicht von jemandem verlangen, den Widerstand Hoffnung zu liefern. Das ist zu viel. Wenn du meinst, du kannst es, dann bring doch diese Hoffnung zur Basis von Dakar. Meine Hoffnung ist, dass du es schaffst. Auftrag annehmen. Aber ich war nicht hoffnungslos zu transportieren, klingt nach einer hehren Aufgabe. Es wird dir zu... Schaffen machen, genau wie die Schiffe der Ersten Ordnung. Aha, okay. Ja, hier werden wir die Schlachten sein, denke ich mal. Ich glaube, die werden wir auch überspringen. Ne? Die habe ich euch ja schon oft genug gezeigt, überspringen wir. Und da sind wir, meine Freunde, auf Dakar. Ja, natürlich sind die immer hinter so einer Schlacht noch, ne? Ja, ich habe die obligatorischen drei Schlachten mal wieder gemacht. Nein, ich will da nicht landen, ich will... Das ist es. Wir haben so lange auf Hoffnung gewartet und du hast sie uns endlich geliefert. Mal sehen. Hoffnung. Die Geschichte von Leia Organa. Die Autobiografie, von der die ganze Galaxis spricht. Und ob sie das tut. Und wenn ich das gelesen habe, kann ich endlich mitreden. Danke. Ja, meine Freunde, genau. So sieht's aus. Eine neue Hoffnung. Dafür bekommen wir, hallo, wie heißt der? LOSD ist ein begabter intergalaktischer Pilot. Wenn er am Steuer eines X-Flüglers sitzt, ist er immer ein guter Schütze. SD hört nie auf,
für das Recht der Galaxis auf freies Leben zu kämpfen. Und er flog während des Angriffs auf die Starkiller-Basis, ja genau so, die Starkiller-Basis, an der Seite von Poe Dameron. Ah ja, okay, das ist ein Außerirdischer. Sehr schön. Was ist das? Das haben wir schon gemacht, ne? Okay. Ach, da ist er doch. Der Geldkummi, den müssen wir mitnehmen, oder? So, meine Freunde, jetzt sehen wir uns gleich wieder auf Takodana. Takuda, der Base Cartel. Ja, warum diese Ladesequenzen für die Schlachten so lange dauern? Habt ihr gerade gesehen, was ich gesehen habe? Ein Gewehr, was durch die Gegend läuft. Also war wahrscheinlich sie, die dann da hingegangen wäre. Die dürfen ja aber dann. Ach, guck mal, hier gibt es jetzt sogar einen Läufer. Ich wusste gar nicht, dass hier Läufer sind. Und so ein Schießding hoch? Wusste ich gar nicht, hä? War nicht schon immer hier? Ist mir nicht aufgefallen. Okay, dann lass uns mal die Takodana-Karte kurz mal abchecken. Okay, hinter uns ist noch ein Stein. Immer noch hinter uns, hä? Da oben ist auch irgendwo hin, okay. Kommen wir da irgendwie hoch? Ja, hier. Lagerfeuer. Bekomme ich jetzt endlich mein Wildnis-Überlebensabzeichen der Ersten Ordnung? Vielleicht, was weiß ich. Den haben wir geholt. Ja, das ist genau hier. Das ist hinter dem Lagerfeuer. Aber gut, kriegen wir das nicht. Hier ein paar Kisten, aber wir sehen, wie ich damit anfangen könnte. Den am Baum hat man schon geholt.
Keine Ahnung. Obwohl der näher wird oben angezeigt. Vielleicht da? Da müssen wir da hin. Ah, da ist der. Ja, komm schon, lass uns die Reihe. Ja, schreibt mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare, wart ihr je bei Pfadfindern oder so? Bei uns in der DDR, also ich bin ja in der DDR groß geworden, gab's sowas, also soweit ich jeweils weiß, in der Form nicht. Bei uns gab's halt die Jungpioniere, Themenpioniere und ja, im Teenageralter so den FDJler, also Freie Deutsche Jugend. Aber wir haben, also, ja, da haben wir auch ein bisschen was gemacht, aber ja, so was wie so eine Abzeichen oder so, wie die Pfadfinder halt kennen, so haben wir da nicht gemacht. Weil da ging es eigentlich immer mehr darum, ja, weißt du, wer in der DDR aufwachsen ist, weiß Bescheid, und die anderen, ja, war halt Sozialismus, ja, und man wurde halt von frühester Jugend halt versucht, oder sagen wir mal so, die haben es versucht. Sie haben versucht, uns zu prägen auf, ja, ne, Sozialismus und Arbeiterkampf und schlag mich tot. Und, ah ja, okay, sie hat uns auch noch ein Rätsel für uns. Aber ich werde mal den Part beenden, Freunde. Sonst würde zu lang. Wir machen das im nächsten Part alles. Ihr Rätsel ist gleich, ihr wollt, hört mir auch gleich. Also vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Part.